Hallihallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße dich hier ganz herzlich willkommen. Ich grüße speziell meine Skorpione. Ja, diese Legung ist für euch, ihr Lieben, wenn du den Skorpion im Sonnenzeichen hast, im Aszendenten oder im Mondzeichen, dann bist du hier genau richtig. Die Legung ist für den Oktober 2023. Ich würde ganz gerne gleich aber mit dir zusammen, mit dir gemeinsam, mit dem Vice Versa Tarot von dem Massimiliano Filadoro und Artwork bei Davide Corsi im Los Cabios Verlag erschienen, hier mit Karten legen. Das ist ein neues Kartendeck, was ich wunderschön finde, weil diese Karten quasi zwei Abbildungen haben, nämlich die Vor- und Rückseite. Also wunderschön. Kann man besser mit deuten, ihr Lieben. Ja, und ich will auch gar nicht lange reden. Wir starten auch direkt durch. Mach die Legung bitte nur zu deiner Legung, wenn du damit auch in Resonanz gehst. Ansonsten ist die Legung für jemand anders gedacht. So, und wir starten auch direkt. Ich brauche 5 Karten. Eine haben wir schon. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Die Karten haben sehr viel zu sagen, glaube ich, bei euch. Ja, wir haben die Hohepriesterin. Wir haben den König der Münzen. 3 der Schwerter, den König der Stäbe, 4 der Stäbe. Ja, wir starten hier mit der Hohepriesterin, ihr Lieben. Auch 2 Seiten von hinten und von vorne. Ja, die Hohepriesterin, eine Karte aus der großen Arkana, das ist die Karte Nummer 2. Hier ist deine Geduld gefragt. Ein Thema, was dich momentan triggert oder um was es geht, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, noch weiß ich es nicht. Bei der Hohepriesterin ist es ja so, sie lässt Dinge auf sich zukommen. Es ist keine Person, die in Aktion geht, sondern sie wartet und lässt Dinge auf sich zukommen und schaut dann, was sich so ergibt. Sie ist ja sehr, sehr weise. Sie ist auf alles sehr, sehr gut vorbereitet. Was immer bedeutet, dass sie auch gut auf ihre eigene innere Intuition, auf ihre innere Stimme hören kann. Auch das ist hier wichtig für dich. Höre auf deine innere Stimme. Manchmal, wenn die Karte auch kommt, kann es in der Liebe auch dafür stehen, dass dein Seelenpartner kommen wird. Da geht es immer so um Gegensätze zu vereinen. Das ist Yin-Yang. Ja? Die Säulen aus der Jerusalem ist hier auch in beiden Farben gemalt. Genauso wie das Yin-Yang-Prinzip. Also Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze werden vereint. Man soll aus dieser Kraft ruhig agieren, denn die Hohepriesterin lässt sich auch nichts sagen. Sie hat ein sehr großes Wissen und sie weiß auch, was sie möchte. Aber sie agiert in der Regel ja nicht, sondern da sind auch so Glaubenfragen mit verbunden. Ne? Sondern sie lässt Dinge auf sich zukommen, schaut sich das alles ganz, ganz genau an und würde dann auch eine Entscheidung treffen. Aber das macht sie nicht im Vorwärtsgang, sondern sie wartet und schaut, was kommt denn da erstmal so. Ja, das ist ja auch so diese Botschaft, dass du erstmal warten sollst. Ist übrigens das Zeichen Krebs, also auch ein Wasserzeichen. Ja, wir haben hier den König der Münzen. Sehr fruchtbar, wie du hier siehst. Es ist sehr, sehr viel. Ja, wie soll ich sagen? Viele Blumen, eine Melone liegt hier noch. Er sitzt auf einem Steinthron mit einem Pentagramm, ein Schutzpentagramm. Das hat also nichts mit schwarzer Magie zu tun. Und er hält hier seine Münze fest. Die Melone auch immer im Blick. Und hier hat das was mit Fruchtbarkeit auch zu tun. Hier geht es um realistische Einschätzungen, die getroffen werden sollen. Da ist jemand auch eher so der Genießertyp. Es ist jedenfalls das Element Erde, mit dem du es zu tun haben könntest. Ja? Der König der Münzen ist schon jemand, der auch viel erreicht hat in seinem Leben. Er hat eine gute Erdung. Er ist auch so ein Genießertyp, so kann man es wirklich sagen. Da kommt auf jeden Fall etwas Stabiles auf dich zu. Münzenergie ist immer sehr stabil. Es dauert, aber da kommt jemand. Da kommt etwas auf dich zu, was eine nötige Stabilität in dein Leben zurückbringt.
Ja, und du hast in der Liebe Probleme. Man könnte auch sagen, Liebeskummer. Die Schwerter deiner Gedanken haben dein Schutzschild durchbohrt, dein Herz getroffen und die Rose, die Leidenschaft, die ist erstmal dahin. Nur noch ein Haufen welker Blütenblätter. Bei dieser Karte ist immer die Frage, sind das deine Gedanken, die diese Beziehung kaputt gemacht haben? Oder ist da noch Hoffnung? Für einige von euch, bekomme ich rein, kann es auch eine Dreiecksbeziehung sein, dass du immer noch an einer Person festhängst, wo das aber nur gedanklich ist. Diese Person hat jetzt nicht irgendwie was, ja, in diese Richtung unternommen. Das könnte ein Luftzeichen sein, Waage, Wassermann, Zwilling. Du hast ja auch so Scheuklappen auf. Du willst das auch gar nicht wahrhaben. Es kann aber auch eine Person sein, die sich ständig in deine Angelegenheiten einmischt. Und das ist sehr penetrant. Gefühlt geht dir das auch wirklich gegen den Strich. Tu Dinge, die dir gut tun, damit du dich von diesen Gedanken lösen kannst. Denn dann, du machst sehr viel mit dem Kopf, du bist ein Kopfmensch. Aber der Kopf, der Verstand bringt dich in dieser Situation hier nicht weiter. Definitiv nicht. Und hier regnet es auch gerade. Regen ist immer, fällt auf den Boden, der Boden wird dann wieder fruchtbar. Regen wäscht auch alles weg. Ein neuer Tag beginnt. Und dann haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe, ein Feuerzeichen, Schütze, Löwe, Widder. Er ist fest entschlossen, er hält seinen Stab fest in der Hand. Feuerenergie, eine Energie, die auch immer sehr, sehr schnell kommt. Ja. Schneller als Münzenergie, ist die schnellste Energie im Tarot. Ja, und wer ist denn so der König der Stäbe? Das ist jemand, der reif ist, der dynamisch ist, der ein gewisses Selbstvertrauen auch ausstrahlt. Da ist einfach eine Person, die ohne Umschweife zur Sache kommt. Also im König der Stäbe machst du schon mal nichts vor. Der Salamander, den du hier unten siehst, ist ein Feuersalamander, der nochmal auf das Feuerzeichen zeigt. Wenn er übrigens jemanden erobern will, dann erobert er im Sturm. Denn der König der Stäbe ist ein Mann mit Tatkraft und er geht seinen Weg immer geradeaus. Das ist kein Wischi-Waschi-Typ. Der sagt ganz klar, was er will. Und da zieht er auch durch. Vier der Stäbe. Auch wieder das Element Feuer. Und du siehst ja hier, seid ihr beide relativ guter Dinge. Ja, du hast hier so ein Kelch in der Hand, wenn du ein Mann bist. Ich spreche mal aus der Sicht eines Mannes. Wenn du eine Frau bist, drehtest du bitte um. Aber die Frau ist ja auch bei und die sieht glücklich aus. Ihr habt was zu feiern. Ihr seid auch sehr glücklich. Die Sonne scheint, die Friedenstaube ist dabei. Das Wetter ist gut, das heißt, wir haben hier noch einen goldenen Sonnenuntergang. Man könnte auch sagen, er steht wirklich unter einem guten Stern. Das kann auch für Erntedank stehen, ja, weil es ist ja so ein goldiger Oktober. Ist aber immer so eine sehr stabile Karte, das ist auch so eine Familienkarte, die dann immer kommt. Also du kommst mit Menschen zusammen, die dir gut tun. Denk auch an dich. Für einige von euch kann das auch der Seelenpartner sein. Denn 22 oder 44 sind du Allseelenzeichen. Also zwei Menschen, die auf jeden Fall zusammengehören, werden hier vereint werden. Okay, wir wollen mal weiterschauen. Ich kläre jetzt die Karten nochmal mit den weiteren Tarotkarten hier. Welche Botschaften, ihr lieben Skorpione, für uns hier noch für euch kommen. Gib mir bitte klare und eindeutige Botschaften für mein Kollektiv der Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig im Oktober? Welche Botschaften darf ich denn weitergeben? Boah, da ist aber eine geflogen. Mein Gott. Oh. Ja, da muss ich euch gleich was zu sagen. Ja,
Eine Karte bitte noch. Die Karten haben auf jeden Fall viel zu sagen für euch. Die springen wirklich sehr. Okay. Ja, ich stehe gerade so ein bisschen. Puh, das ist harter Tobak. Ja, ich sage das jetzt so, wie es ist, ja, Lieben. Wir haben die Ruhepriesterin und wir haben hier den Teufel. Ist mir direkt aufgefallen. Wenn diese beiden Kombinationen erscheinen, kann es auch damit zu tun haben, dass hier schwarze Magie eingesetzt wird. Es kann sein, das hat nichts mit euch zu tun, dass jemand euch schaden möchte und schwarze Magie einsetzt. Was könnt ihr dagegen tun? Ich sag mal, man kann mit Heilsteinen arbeiten, das wird der Shungit zum Beispiel, der schwarze Energie euch schützt vor schwarzer Energie. Ihr könntet Räucherstäbchen anzünden, Salbei, weißer Salbei vor allen Dingen, euch reinigen, also alle solche Dinge könnte man tun. Die Frage ist immer, wer könnte einen Vorteil haben, wer könnte das bezwecken, euch mit schwarzer Magie zu belegen. Ja, aber wir schauen jetzt erstmal und klären weiter. Das ist auch, wie gesagt, nicht für alle. Schwertenergie, deine Gedanken, 5 der Schwerter. Und man kann ja hier sagen, hier geht es tatsächlich auch um Niederlagen. Ja. Bei 5 der Schwertern, und das kann man hier, glaube ich, schon recht gut erkennen, da ist eine Person, die liegt am Boden. Ja, also du hast den Kampf verloren, so kann man sagen. In der Liebe bewusst jemanden verletzen oder generell jemanden verletzen im Leben, wo es um Konflikte geht, um Niederlagen geht. Jemand hat dich aber traurig gemacht, aber das hat er bewusst gemacht. Und das war ein Luftzeichen oder jemand mit diesen Eigenschaften. Aber ich bekomme hier rein, Zwilling, Waage, Wassermann. Ja, man kann erkennen, der nimmt die Schwerter. Du hast auch keine Lust mehr zu kämpfen. Du hast lange genug gekämpft. Es reicht dir. Ja, und genau so, wie die Hohepriesterin ja sagt, Dinge auf sich zukommen lassen. Du hast Dinge auf dich zukommen lassen. Du hast verloren den Konflikt. Und du machst dich jetzt aber auch weg. Du guckst dir das gar nicht mehr großartig an. Dann haben wir 7 der Kelche. 7 der Kelche ist eine Illusionskarte. Das ist eine Träumerkarte. Du hast viele Wünsche, viele Träume, aber viele unrealistische Wünsche. Das bedeutet manchmal auch, sich in der Liebe in etwas reinsteigern. Und der König der Münzen hat ja schon viel im Leben erreicht. Und vielleicht bist du manchmal eifersüchtig auf Menschen, die das auch erreicht haben. Und du jetzt wirklich hier hingehst und sagst, hey, will ich auch. Ich will auch viel erreichen. Ich will auch im Leben stehen. Das will ich auch. Du sollst dir immer die Spreu vom Weizen trennen. Du sollst dich mal fragen, was von meinen Wünschen ist denn überhaupt realistisch? Wenn du jetzt zum Beispiel plötzlich sagst im Beruf oder so, ich möchte Arzt werden. Bist aber vielleicht schon 40, willst auch nicht mehr studieren, dann ist das ja ein Ding, das kann man sich zwar wünschen, aber das ist erstmal sehr, es wird wahrscheinlich gar nicht kommen. Also hier nochmal ganz genau überlegen, mit wem hast du es überhaupt zu tun, wer ist dann gegenüber, was ist möglich, was ist machbar? Oder ist das auch jemand, der dir was vom Pferd erzählt? Der dir alles Mögliche erzählt, nur um mit dir in eine Beziehung zu kommen, beziehungsweise dich ins Bett zu kriegen. Oder etwas von dir zu holen. Also es ist jetzt nicht, das ist keine schöne Energie, die hier ist. Kelchenergie ist deine eigene Energie, Fische, Skorpion, Krebs. Zum Liebeskummer selber, von 3 der Schwerter auf 2 der Schwerter runtergestuft. 2 der Schwerter siehst du ja auch, du bist hier, von hier sieht es gut aus, du sitzt hier auf deinem Stein im Wasser. Wasser, Leidenschaft, Gefühle. Aber hier hast du die Augen verbunden. Das heißt, du siehst gar nichts und das Wasser ist sehr rau, die See. Es gibt Gewitter, es gibt Blitze. Du siehst momentan nicht mehr klar. Du hast hier keinen Durchblick. Du fühlst dich eingeengt. Jemand engt dich ein, jemand dominiert dich oder eine Sache dominiert dich. Du kannst aber, wenn du den Zugang zu deinem Herzen wiederfindest, kannst du das Ganze auch beenden. Ja? Denn hier, definitiv hör auf dein Gefühl, lass dich von deinen inneren Gefühlen lenken,
Und für einige von euch kann es auch wirklich um zwei verschiedene Partner gehen. Aber du bist hier sehr verkopft. Das ist in der Liebe definitiv die Pausenkarte. Also hier ist erstmal Niente, Feierabend, Schluss. Da geht es erstmal nicht weiter. Daneben den Teufel. Der Teufel zeigt dir immer Verstrickungen an, Süchte, also Dinge, die nicht gut sind. Der Teufel, Sternzeichen Steinbock, ist eine Karte aus der großen Arkana. Wenn der Teufel kommt, geht es wirklich immer um Verlockungen auch. Du wirst hier Energie verlieren. Hör hier, ihr hoffe auf Dinge, die nicht kommen. Das kann es auch sein. Prüfe mal, ob du abhängig von anderen Menschen bist. Abhängig möglicherweise von einem Feuerzeichen, von einem Schützenlöwen oder Widder. Ja, was genau? Oder was bist du abhängig? Ist das was Materialistisches? Ist das dieser, dass du etwas dominieren möchtest, dass du jemanden dominieren möchtest? Kann aber auch sein, dass dieser Mensch, ein Mensch, schwarze Magie anwendet. Das kann ein Steinbock sein, ein Erdzeichen. Weil die Hohepriesterin und der Teufel, das ist wirklich immer ein Zeichen für schwarze Magie. Fall da nicht drauf rein, schütze dich hier. Es gibt Reinigungsrituale. Es kann auch Zeichen stehen für eine ungesunde Beziehung. Vielleicht bist du auch mit einem Feuerzeichen zusammen. Das ist in dem Fall eine ungesunde Beziehung, die nicht gut für dich ist. Aber ich kann dich beruhigen, du bist ja hier am Feiern. Und hier haben wir wieder eine Karte, das ist die Gerechtigkeit. Das ist eine Karte aus der großen Arkana. Ja, nackt, so wie Gott dich schuf, der Engel, der die Sonne hier um den Hals hat, als Amulett. Bläst auf der Himmelstrompete. Ja, in der Regel ist das der Engel, Es geht hier, das ist auf jeden Fall die Karma-Karte. Ne? Es geht hier wirklich um einen absoluten Neubeginn, neue Lebenslust. Und das ist deine ergänzende Karte für den Skorpion. Reife, Erneuerung, Entwicklung, alles das. Und im Liebesbereich wird auch wieder neuer Schwung in dein Leben kommen. Übrigens Erzengel Gabriel. Ja, und hier auch Fruchtbarkeit. Es geht nämlich auch so um die Familienkarte. Es kann auch wirklich um eine Schwangerschaft gehen. Also die Energie, es wird wirklich, das Gericht wird, ja, es wird eine Gerechtigkeit in dein Leben kommen. Wenn es auch sehr ungerecht war, es wird eine Gerechtigkeit hier reinkommen, ihr lieben Skorpione. So, und ich möchte nochmal das Erzengel-Orakel befragen. Ich habe schon eine Karte bekommen. Zwei Botschaften, die nehmen wir auch beide. Ja, einmal haben wir die Karte Göttliche Ordnung, Erzengel Ragul. Alles ist so, wie es jetzt sein muss. Schau hinter den Schleier der Illusion und erkenne die eigentliche Ordnung. Träumerkarte, Illusionen, ne? Ja, und du sollst Prioritäten schaffen. Erzengel Metatron, fokussiere dich auf deine höchste Prioritäten. Ich werde dir helfen, dich zu organisieren und motiviert zu bleiben. Also das ist hier eine göttliche Fügung. Eine göttliche Führung, nicht nur Fügung, wo du hier wirklich Unterstützung bekommst. Ich werde nochmal das Butterfly-Orakel befragen. Erwachsene Kinder. Ja, diese Botschaft ist auch nochmal für dich. Erwachsene Kinder kann natürlich bedeuten, dass deine Kinder mittlerweile erwachsen sind. Es geht um deine eigenen Kinder oder um die Kinder in der Beziehung. Auch da sollte man nochmal schauen und sich auch wie Erwachsene verhalten. Ja, wenn es zum Beispiel um Trennung geht, um Streit geht, auch da wird Gerechtigkeit reinkommen. Da bitte wirklich nochmal genau hinschauen, ihr Lieben. Ja, auch hier für die Liebe möchte ich nochmal das Liebesorakel befragen für euch. Liebe dich, ist die Botschaft hier für euch. Ja, sehr interessante Energie, ihr lieben Skorpione. Ich wünsche euch wie immer, dass die ein oder anderen Impulse für dich dabei waren. Wenn dir Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like von dir. Ja, und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, vielleicht jetzt zufällig reingeseppt sein, da freue ich mich natürlich auch mal ganz herzlich drüber. Bedenke, für dich ist das ein Klick, der ist kostenlos und unverbindlich. Du hast auch noch einen Benefit, du verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Und mir hilft das hier mit meinem kleinen Kanal wirklich auch weiter. Ja, ich darf mich für dein Vertrauen bedanken. Ich darf mich bedanken, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Herbstzeit.
Und ich hoffe, dass wir uns schon bald zu dem einen oder anderen Video hier auf meinem Kanal wiedersehen. Alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.